Ja, jetzt willkommen zurück zu einer Folge von Days Gone. Im letzten Part haben wir hier noch ein paar Nüsse geräumt, die ich noch rechts dran ändern kann. Beziehungsweise wir haben die Medizin hier abgeliefert. Und der Buch ist einmal passiert, wenn ich mich nicht ganz täusch, müsste es im letzten Part gewesen sein. Nein. So, wir haben ja hier die nächste Mission, theoretisch. Da ist mir aufgefallen, dass wir jetzt hier wieder eine Nebenmission haben. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Ich glaube, das campen schon leise. Ja, könnte. Ich meine, es ist gerade nicht so schlecht, das ist eigentlich gerade Schlag auf Schlag. Jeder. Ist trotzdem ein bisschen. Langsam angehen, bevor wir dann wieder ein Loch haben, wo wir quasi nichts machen können. Oder warten müssen, bis irgendwas passiert. Ich denke, das ist ja. Hier oben schon der Fall war. Schon okay. So aufmachen. Tick, wie geht's dir, Mann? Hey, soll ich auftanken? Stimmt, ich glaube, ja, kann man Teile. So leicht zu kriegen. Vor ein paar Wochen haben wir so. Bis demnächst, ich. Deacon. Aber auftanken. Hey, Damon. Wie läuft der Waffenhandel? Job annehmen. Sir John, ich hab einen Job für dich. Coop. Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung. Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar. Ich will, dass du dich um ein Plünderer-Camp bei den verbrannten Hütten am Cascade Highway kümmerst. Weißt du, welche ich meine? Ja, das kenne ich. Funk mich an, wenn du Fragen hast. Natürlich. Trotzdem hier noch weiter nach oben schnell reisen. Der Vorteil. Wenn man hier alles geräumt hat. Deswegen möchte ich ja auch unten die zwei Spots mit den Nestern noch räumen. Bräuchte da vielleicht dann auch Kerosin. Lass ihn rein. Last Like an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky. Was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Schizo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Deacon Ende. Okay, hat das nächste Camp, was ein Job hat. Deke, es gibt ein Problem. Ja, Tuck, was gibt's? Alkai hat doch von Rippern erzählt, die zu uns unterwegs sind. Ich erinnere mich, er sagte, er hat nicht versucht, sie aufzuhalten. Tja, sie haben Hot Springs ausgekundschaftet. Ein paar Leute sind ihnen zu ihrem Camp gefolgt, in den Felsen südlich der Twin Craters. Gottverdammte Ripper. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Da ist noch eine Rechnung offen. Eine Rechnung? Wovon redest du denn da? Schon gut. Ja, das kann man sich jetzt aussuchen. Wovon er da genau redet. Schön, dich zu sehen. Eigentlich sind hier mehrere Rechnungen. Das Camperleben, Alkai. Alles wie immer. Ja, und hier können wir jetzt doch auch mehr Waffen holen. Ich weiß gar nicht, was ich hier am besten holen sollte. Und wir haben genügend Reds. Wie gibt es denn nicht? Sicherheit? Wie? Ist gut. So ist es ja nicht, dass wir die Reds nicht hätten. Ja, okay. Ich bin hier.
Wasser zum Versparen. Hey, Deacon, oder? Hey, Sani. Auftanken. Und dann zum Grabstein. Deacon, hörst du mich? Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich... Tut mir leid, was mit Boozer geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Ali wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, ja, das hat's wohl einfacher gemacht, den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, dass er es schafft. Er ist auch mein Freund. Hey, hör zu. Danke für deine Hilfe. Ich muss los, Deacon Ende. Okay, mit dem ist die Nekorde, das habe ich jetzt nicht gerechnet. Da nicht so viel zu holen. Ah ja, das mit dem Listenmesser war schon wichtig. Natürlich. Komm, glaub mir, dann ist schon mal einmal oder weg. Komm, den nächsten schon. Bin doch. Nee, ich hab keine Besserung. Und die nächsten Mal. Zur Abwechslung machen Sie mal was Spezielles. Komm schon, das Ding ist der Abstand. Gar nicht gut, gar nicht, gar nicht gut. Komm schon. Sehr schön. Okay. Adi, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Kommen. Dick. Hey. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Was gibt's denn? Boozer. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus, Mann. D,
Dick, Eddie meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Und das Anti sonst was besorgt. Weißt du? Ach, Busa, ich, War bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack einen Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, Boseman, das weiß ich noch. Ich spür's immer noch, das Messer. Schlimmer als Ripper. Wenn du nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wäre, Dick. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Busa. Es ist erledigt. Vorbei. Ach, Dick. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Hör zu, Busa. Scheiße. And shoot. Ey, ich würde mal behaupten, die Hauptsache ist, dass Fuß noch am Leben ist. Wenn es sich da so ein bisschen Selbstschluck dran gibt, ja. Kann man halt nicht ändern. Gut. Hey, ich bin's. Also, ich hab Usa ins Lost Lake Camp gebracht und ich weiß, ich wollte nie wieder dahin bei dem ganzen Ärger mit Iron Mike und so, aber ich hatte keine Wahl. Also, Usa, er wäre fast gestorben. Und er wollte trotzdem nicht hin. Scheiße, ich auch nicht, aber... Wie gesagt, ich hatte keine Wahl, wir beide nicht. Also war es egal. Er hat den Arm trotzdem verloren und jetzt sitzt er fest. Also, wir sitzen fest. Verdammter Schizo. Ich weiß nicht, ob ich dir von diesem Clown erzählt habe, aber er gehört zu den Arschlöchern, die der ganze Scheiß hier freut. Er sagt, er war in einer Gang in Sacramento, Fresno. Ich weiß nicht mehr, aber er ist nicht von hier und er lügt. Er sagt, er hat Drogen und Waffen verschoben von Kalifornien nach Oregon und dann war alles vorbei. Weißt du was? Ich glaube, nichts davon stimmt. Für mich sieht er eher aus wie ein Student aus dem Lacrosse-Team, der nebenbei im Kiosk arbeitet oder... oder, naja, das vielleicht nicht. Der hätte einen lockeren Job bei seinem Alten im Steuerbüro gehabt, Kopien gemacht und jeden Morgen den Kaffee gekocht, weißt du? Einer, der am Tag mehr verdient als ich in der Woche. Weißt du, das war dieses Spiel von Busa und mir, bevor wir endgültig aus Lost Lake weg sind. Wir nannten es, Wer warst du? Also, wir haben uns die Leute angeguckt und versucht zu raten, was sie früher gemacht haben, ne? Weißt du, ich habe einige Junkies getroffen, viele Ex-Knackis, keine Steuerberater. Klar, wenn man darüber nachdenkt, die ersten Wochen, als alles den Bach runterging, ich meine, scheiße, was für eine Freakshow. Nie im Leben hätte das ein Steuerberater oder so ein Bürohengst überlebt. Keine Ahnung, vielleicht sagt Schizo ja doch die Wahrheit. Es ist wohl gut, dass du das verpasst hast. Es ist gut. Wie auch immer, Busa und ich wollten nach Norden, weg von dieser Scheiße. Aber das wird nicht so bald passieren. Eher gar nicht. Das hat auch was Positives. Ich bleibe also bei dir. Okay, ich komme später wieder. Bis dann. Okay. Die muss einiges verarbeiten, so wie das aussieht. Haben wir hier noch vielleicht irgendwo ein bisschen Kerosin rumliegen? Wie gesagt, das ist ja einer von den Gründen, wieso ich hier hoch wollte. Nachdem es das irgendwie unten im Süden gar nicht gibt.
als ganz viel anderes Zeug. Sollte. Ich kann mich natürlich auch um die Reaper kümmern. Nerven ein bisschen. Oder ich gehe zurück Richtung Ostlick. Ja, ich kann mich unten noch holen. Beziehungsweise Reaper. Wie gesagt, ein bisschen Kerosin wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich es noch finden könnte. Dann könnte ich hier nicht wirklich die Camps da unten noch ausrotten. Das sieht nicht allzu übel aus. Gut. So. Glaube ich nicht. Das ist nicht viel. Okay, das brauche ich gerade eigentlich hier weniger. Hier Tonnen, Tunnel. Und Tunnel könnte vielleicht noch ein bisschen Kerosin sein. Nachdem wir da die Nester am Anfang ausräuchern mussten. Zu viel Zeug. Schießpulver brauche ich nicht. Gut. Ein Verband. Ja, okay. Da vorne haben wir Kerosin. Das trifft sich gut. Wie viel haben wir das davon? Zwei. Also zwei. Kriege ich hier noch ein bisschen was raus? Ja. Genau, noch eben zu. Super. Ja, kommen wir uns an die Rippe. Nee, direkt hier. Ja, nur den Berg hoch. Gottverdammte Ripper. Finger weg von meinem Kumpel. Ich werde euch Dreckskerle eigenhändig umbringen. Schickt er euch! Lauf!
Verdammter Ripper, von euch kommt hier keiner lebend raus! Komm schon, du Scheißkerl, komm schon! Foltern, steig hinab, Arschloch! Ich bin getroffen! Wie ist dein Name, Arschloch? Du bist so wenig Töter. Ruhe in Frieden, du Scheißkerl! Okay. Die Ping hat auf jeden Fall ein Progressionsproblem gerade. Ja, macht's ja noch einfacher, die Rippe hier auszuschalten. Blut! Bring sein Blut zu den Freien! Mist! Er muss hinabsteigen! Ja, ich bin getroffen! Fick dich! Rest in Peace, da kann ich dir helfen! Na komm schon. Jetzt wird die wenigstens ein bisschen mehr los. Tucker, bist du da? Mach dir keine Sorgen mehr über dieses Ripper Camp. Ich hab's ausgelöscht. Jeden einzelnen. Sehr gut. Klingt, als wäre es was Persönliches gewesen. Alkai sagt, es gibt Gerüchte, dass die Ripper hinter dem Biker-Boys hier sind. Sagen wir einfach, sie haben sich mit dem Falschen angelegt. Dicken Ende. Naja, definitiv. Das stimmt schon. Ripper wollten sie ja nicht anders. Sind wenigstens welche der beiden Richtungen da meinten. Obwohl, eigentlich sind sie mehr. Das sollte reichen. Haben wir hier das Punkt. Ja. Gab es das nächste. Können wir uns ein bisschen schon kaputt noch? Das ist ja noch ein Plünderer Camp. Sollte ja auch kein Problem darstellen, eigentlich. Das ist kein richtiges Problem. Cope? Ich fahre jetzt zu diesem Drifter-Camp am Highway. Weißt du noch irgendwas darüber? Nicht viel. Sie folgten einem Versorgungstrupp. Ein bisschen zu dicht. Du weißt gar nichts, einer von uns sollte sie ausspionieren. Kam nicht zurück. Hast du jemanden, der nach ihm sucht? Ja. Einen Mann namens Steven St. John. Cope Allen. Ja, das treffe ich jetzt in der Falle. Ich soll es auch anders sein. Aufhören! Aufhören! Jetzt sei still, ich bin dich los. Was? Was? Du bist nicht. Goblin schickt mich. Komm schon, steh auf. Oh mein Gott, danke.
Komm schon. Sie haben uns verfolgt bei der Beutejagd. Ich wusste nicht weiter. Hey, sei still. Kannst du laufen? Was? Ja, ja. Na dann los. Lauf. Danke. Ich sag Robert, was du getan hast. Natürlich. Jetzt halt mit hier in der Nähe. Hat jetzt eigentlich gedacht, ich müsste noch ein bisschen weiter noch außen. Aber scheinbar nicht. Dann kann ich eigentlich auch wieder rum zum. Ja. Schon. Das Kerosin, was ich mitgebracht habe, reicht. Wenn es zur Not kann ich wahrscheinlich noch irgendwo ein bisschen was finden. Für das obere Lager sollte es auf jeden Fall reichen, von Nestern her. Ja, nur noch zwei. Ne, drei. Hier unten haben wir halt vier Videos sehen. Die werden halt in der Nähe mit der Mission. Bin ich noch nicht ganz sicher. Könnten auch noch mehr sein. Allerdings werde ich den Part trotzdem an der Stelle noch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Letzte Version, der es euch gefallen hat. Wenn nichts, das soll. Ich hab deinen. Könnt ihr. Lebt er noch? Gerade so. Er ist zu Fuß auf dem Rückweg. Vielleicht schickst du jemanden. Mach ich. Danke, St. John. Copeland Ende. Schön, dass ich wohl hier schnell werden dabei. Ja. Wie gesagt, danke euch fürs Zusehen. Lasst mir euch mal was erklären. Wenn ich das soll, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Discord wieder. Ciao.